Herzlich willkommen, Freunde, zu Wetz die Axt. Rostoramboros steht an. Jusch. Und ironischerweise hast du auch noch eine Axt. Ja, Wetz die Axt, so wie sie es gehört. Und ich habe schon mitbekommen, oder habe in den Kommentaren gelesen, dass sich manche über mein Spiel oder mein schlechtes Spielen aufregen. Ja. Ich habe auch gesagt, ich werde für die einfachen Monster jetzt noch nicht so hart auffahren von den Items. Hm. Aber jetzt können wir mal gucken, was meine Items so sagen. Hä? Allerdings finde ich das lustig, dass wir zwei Gunner dabei haben. Einer hat auf den Bogen gewechselt. Ja, deswegen sage ich ja generell Gunner, also sprich Fernkämpfer. Ist einfacher gesagt. Oh, habe ich Kaltgetränk dabei. Ach, wir sind hier? Oh. Oh yeah, hast du kein Getränk für mich? Ja, ich habe welche dabei. Ich bin gut vorbereitet. Ich nicht, weil ich nicht... ja, ich habe vergessen. Guckt, seht euch an, hier. Lebenspulver, gebratene Steaks, ja, Tränke, Heißgetränke. Wo ist der Megasprintsaft? Den Megasprintsaft kannst du ja sonst wohin stecken. Aber wo bist du? Ah, du bist da unten in der Höhle, ne? Ja, ich weiß nur nicht, wo der spawnt, weil der Rostoramboros habe ich bisher... Ist das erste Mal mit dem als begegnet? Okay. Wir müssen in die Wüste raus. Ja, ich werde aber erstmal zu dir gehen, weil ich ein Kaltgetränk habe. Soll ich jetzt warten auf dich oder soll ich dir... Ich komme dir entgegen oder ich folge dir einfach. Ich denke mal, ich bin zumindest auf dem richtigen Weg. Ich kenne mich ja hier so ein bisschen aus. Lalalala. Ha, ich weiß, was ich vergessen habe. Jetzt könnt ihr mich wieder anmeckern. Fallen? Ich habe meine Trittfallen vergessen. Ja. Hm? Naja, egal. Ich bin an dir vorbeigelatscht. Ah, du bist schon in der Wüste. Ah, das erklärt. Ja. Gut, dann bin ich jetzt bei dir. Boah, ich hätte zu Beinen abgelegt, die Getränke. Nee, bevor du sie wegschmeißt, gibst du lieber mir. Au! Dämlicher Wüstenfisch da. Wow, ungefähr das in diesem, dasselbe Geräusch habe ich eben auch gemacht, als ich nach Hause gerannt bin. Ey! Komm schon! Ich bin gefreezed. What the fuck? Die Viecher haben mich gepackt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schlag mich mal bitte. Was soll das? Dankeschön. Ich war echt gepackt, weil ich annehmen wollte, aber du genau in dem Moment geschleudert wurdest. Scheiß Haie. Ich hab's, hey! Ich hab's weg hier. So. Jetzt müssen wir zu unseren Fernkämpfer mal vorrücken. Ey, das gibt's nicht. Naja. Hat man halt gut, mal so. Trittfallen vergessen, so ein Scheiß. Hat man halt kleine Problemchen. Ja, du hast dein Kaltgetränk vergessen. Die Falle. Ui, du siehst aber. Rostig aus. Rot. Vielleicht stand zu lange in der Sonne. Beim Sonnenbrand. Ja. Na, kommst du an seinen Kopf ran? Noch nicht, weil er gerade weggechartet ist. Jetzt klingelt's, ja. Schönes Timing haben die Leute immer. Jetzt können sie mich mal am Arsch lecken. Ganz ehrlich, nein. Spin to win! Moment. Verdammt, Timing versiebt. Okay, ich auch. Ach, egal. Autsch! Komm schon! Wow. Voll daneben. Ja, bei mir ein Volltreffer. Lass mich in Ruhe. Bleib doch mal stehen. Und bams. Na, immerhin habe ich getroffen. Zack. Zack und zack. So. Oh, 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 wow. Ey, du Aul. Was machst denn du da für eine Akrobatik? Ja. What the hell? Ah, der Schweif, der Schweif. Den will ich kaputt haben. Das war. Hat er mich jetzt getroffen oder nicht? Ach so, ich habe eben gerade Schaden genommen, aber ich konnte meinen Angriff weiter ausführen. Okay. Na toll, das habe ich zu spät gemerkt. Oh oh. Na super. Schaden. Haut er ab? Er haut ab. Das ging aber schnell. Der eine ist voller Schlamm. Jetzt nicht mehr. Ja. Schon irgendwie lustig mit einem Barrot-Kopf auf einem Duramboros-Horn. Na, komm mal her. Das interessiert ihn nicht. Warum? Keine Ahnung. Er hat geblinzelt. Ja, vielleicht war es zu weit weg.
Oder das Vieh mag mich einfach nicht. Komm, ich probier's mal aus nächster Nähe. Warte, der dreht sich doch bestimmt gleich um. Sag ich doch. Okay, und nimm das! Wow, er hat mich zwar getroffen, jetzt hast aber schien auch. Ja. Boah. Ey, schlechtes Timing. Ach, dann spannend, Mann. Naja, komm. Jetzt habe ich aus dem Trank eingeworfen. Ja. Also ein bisschen Schaden macht der Gute. Aber irgendwie sehe ich keinen Unterschied zum normalen Duramboros, außer dass er halt Schlamm macht mit seinem Schwanz. Ach. Ach, diese scheiß Haie. Die haben mich schon vorhin genug getrollt. Oh oh. Der will Spin machen. Nein, der feuert sich direkt. Nein, der will fliegen. Oh, bei dem bräuchte man jetzt so schön Fallen, um ihn bearbeiten zu können, richtig. Ich könnte eine Falle mal legen. Ich habe ja beide dabei. Na, tut's weh. Bei ihm wäre so ein richtig schöner Spruch, hat's weh getan vom Himmel zu fallen. Na komm mal her. Nein! Ausnehmen! Na verdammt, Monster da rein! Batsch! Nein! Komm her! Verdammt! Egal, der kommt jetzt zu euch. Der feuert sich. Nein! Nope! Ich gehe nicht in eure Falle. Könntest du jetzt endlich mal da rein? Ja, ich heile mich, deswegen geht er da jetzt rein. Au! Ja, dann mache ich halt nicht mal einen Charge-Angriff. Mann! Gemeinheit! Ich charge direkt rein. Ja, und nochmal. Ach. Badabom. Oh, mein Witsch. Muss wetzen. Nee, das treffe ich nicht mehr. Ja, dann komm mal her. Mein Kleiner. So. Ach, dreh dich doch nicht genau in dem Moment weg. Fettsack. Das müsste gegeben. Also ganz ehrlich, dafür, dass ich jetzt zum dritten Mal gegen Duramboros kämpfe. Aua. Wow, okay, der Move war neu. Insgesamt. Ich finde das Vieh immer noch total seltsam. Ja, schon ein bisschen. Ich finde ganz ehrlich, Duramboros ist eigentlich keine große Bedrohung. Er hat ziemlich viel Life. Ja, der hält viel aus, aber sonst steckt da nicht viel hinter. Hast du Lebenspulver eingesetzt? Dann haben die eins benutzt. Warum nicht? Kann man direkt mit. Oder er hat eine Heilpatrone geschossen, aber ich glaub's nicht. Oh, hi. Ja, du bist schon durch. Ich hätte gedacht, du wartest gerade noch, bis ich wieder. Wow. Nein. Bis wir da uns ein wenig gesammelt haben. Nö, ich gehe voll drauf. Oh oh. Der feiert sich. Hui! Der freut sich bestimmt immer, wenn er sich katapultieren kann. Ich will eigentlich an seinem Schweif ran. Oh yeah! Aber ihr stoßt ihn andauernd nach hinten und jetzt ist er zu weit vorne. Ich habe ihm gerade erstmal schön die Hörner kaputt gemacht. Jetzt hau ich mal mit auf den Schweif. Ja. Das Blöde ist, man kommt da so schlecht ran. Ich möchte richtig noch jetzt zum Talib mal anwenden. Ich habe eben gerade eine Hoffnung weitergeschlagen, einfach dass er sich passend umdreht, aber. Oh. Er ist mir weggeflogen. Wie er immer zurückstößt wegen dem Pfeilen. Nein. Wird nicht gecharged. Oh oh. Au! Ich wurde von einem Pfeil getroffen. Besser als von einem Pfeil als von ihm. Na komm her. Ich sehe wieder nix. Und. Batsch! Wie er die ganze Zeit nur zurückstoßt. Oh, der Sabbat, der hat Hunger, der Kollege. Tschup, 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 tschup. Muss mal auf die Geräusche achten. Oh, sorry. Ja, ich habe sowieso meine Schläge gerade versiebt. Ich war ein bisschen zu weit weg. Ich finde es cool, diese Geräusche. Du hörst die ganze Zeit nur von den Gunnern. Tschup, tschup, tschup. Schießt Armbrust schneller als Bogen? Oder sind das immer so Salven? Das kann ich nicht sagen. Ich hab nie Armbrust gespielt, ich bin eher der Bogen. Ich hab, ich hab die Armbrust mal gespielt, aber so lange her. Ich komme nicht an den Schweif ran. Okay. Jetzt auf die Höcker kriegen kann. Die kommt man nur ganz selten dran.
Ich hab's halt versucht, den Schweif abzutrennen. Oh, hast du geschafft. Er hat auf jeden Fall einen Schaden. Du kannst ihn jetzt, wenn er das nächste Mal auf dem Boden liegt, kannst du ihn ausnehmen, wenn du ganz an die Spitze gehst. Dann hat er mit der Spitzhacke gefangen. Batsch und... Jawohl, der Goldvieh hat getroffen. Das ist immer noch der stärkste Move vom Hammer. Ich wollte mich nicht spinnen, aber... Pass. Der geht komplett ab? Okay, das habe ich noch nie geschafft. Schön gemacht. Schön gemacht. GJ. Nein, schneller, schneller, schneller. Ich will dahin. Ich glaube, das wird nichts mehr. Dann zumindest noch einmal auf die Höcker. Nein. Nicht mal auf die Höcker. Ja, sollte doch die Waffe ziehen. Du besiegst ihn einfach mit angucken. Ja, genau. Du machst einfach so ein YouTube-Ding. Alter, der Schweif sieht voll am Arsch aus. Das habe ich echt noch nie gesehen. Das habe ich noch nie geschafft. Nein, oh, verdammt. Ich hätte gedacht, der... Naja, ist gut, ich wollte die da nicht in die Richtung werfen. Irgendwie tut... Zumindest, da ich gesehen habe, dass du dich gedreht hast. Irgendwie tut das viel mir voll leid. Gott. Du schlachtest hier in dem Spiel tausende von Monstern ab, ja? Mir tut auch immer der Lagiakus leid, wenn man den so verstümmelt. Bei manchen Monstern sieht das immer so brutal aus. Ja, und wie ein Groß... Oh, verdammt, die Hitzewirkung ist jetzt aus. Ein Großjagi penetriert wird, das dir egal. Davon gibt's wie Sand am Meer. So, aber das sieht echt böse aus, wenn man den Schwanz so abmacht, den Schweifschutz. So. Ich habe das immer versucht beim normalen Duramboros, aber nie. Oh, guck mal, das Volvi dann. Mir nebenbei, mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht gegessen. Oh. Naja. So lauter, ich will jetzt loslegen. Volvi dann? Ja. Oh. Der ist gerade weggegangen. Also. Nein, ich wollte nicht drehen. Egal, dann wird halt gedreht. Spin to win. Guck, das denkt er sich auch gerade. Komm, ich dreh mich mit. Oh oh. Wow. Pass auf, wo du mit deinem kaputten Schweif hingehst. Ich treffe jetzt. Nicht. Ab an den Schweif. Ich will ihn ausnehmen. Ting. So, Durambo. Jetzt hab ich's vergessen. Jetzt hab ich einen Hartschweif nochmal bekommen, jetzt hab ich zwei bekommen. Yeah. Wow. Jetzt hab ich das so voll vergessen eben gerade mit dem Ausnehmen. Oh oh, oh oh. Spin! Nein. Autsch. I believe I can fly. Wow. Schlechtes Timing. Schaff ich's noch? Nein, ich schaff's nicht. Autsch! Gib mir da noch eine Schelle, das Mistvieh. Oh, puh, geh weg. Ich muss ein Kältegetränk reinhauen. So. Ich hab doch gerade gesagt, meins ist ausgelaufen. Meins ist ein bisschen später ausgelaufen, weil ich, weil wir Probleme hatten mit dem Trade. Ja. So, erst nochmal ein Steak genommen. Well. Ja, mittlerweile. Na, super. Ich war ja fleißig im Grillen. Latscht da voll in seine Tatze rein. Na, was geht, Alter? Komm her, krieg's auf den Kopf. Boah. Na? Oh, 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 oh. Oh, er zieht gar nicht auf den Kopf. Kein Interesse. Ja. Warum ist er gerade so weggeschreckt? Egal. Oh, die haben die Höcke auch kaputt geschossen. Nice. Wir haben alles, glaube ich, kaputt an. Es sei denn, man kann... Das ist halt der Vorteil an dem Bogenschützen. Komm da hin. Es sei denn, man kann sein eines Horn noch weiter demolieren, aber ich glaube nicht. Ach, er bewegt sich. Okay, er bewegt sich ein bisschen mehr als der normale, glaube ich. Hallo, ich stell mal vor, ein Duramboros mit der erhöhten Geschwindigkeit eines Broggis oder Buggies. Das wäre brutal. Oh oh. Ich drehe mich auch. Nein. Oh, er wollte sich gar nicht drehen. Ach man. Ich stehe hier und wetz einfach. Lala. Ich wollte doch hier die Spin-to-Win-Kombo machen. Wow. Kannst du mal aufhören, so mobil zu sein? Ich glaube, da hat genug von unseren Gunnern. Ich habe erstmal, na gut, Lebenspulver hilft auch nicht wirklich. Na dann kommt mal, her. Jawohl, voll auf den Schwanz. Ach man. Alter, das Vieh humpelt. Jetzt haut er schon ab. Das humpelt noch nicht mal. Es ist halt sehr widerspenstig.
Oh, hängen jetzt schon ein paar Minütchen dran. Oh, hi. Wow, wir hängen schon eine Viertelstunde dran. Hm. Wow, 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 wow. Okay, wenn ich bedenke, dass ich für den allerersten, wo irgendein Romboros, den normalen, habe ich 20 Minuten gebraucht, weil das Vieh einfach so verdammt viel aushält. Ich habe offline, mit einer Waffe gespielt, ohne Element, ohne alles. Ich habe mit Doppelklingen über 40 Minuten für den gebraucht. Für den nicht plus. Aber gut, meine Waffe war extrem crap. Oh oh. Ich habe das Gefühl, dass du gleich willst. Au. Hm. Nö. Vorräte geliefert. Ich muss unbedingt setzen. Aber. Mist. Wow. Bye. Dann gehe ich jetzt erstmal wetzen. Da hinten ist Wolvidon. Ja, lass ihn ruhig. Hm, was mache ich denn hier hinten? Ich höre das immer noch so lustig. Ein Hammer wird stumm. Verdammt. Oh, ich komme mal rüber. Hi. Bro, bro. Das ist am Morgen, glaube ich. Hm, was mache ich jetzt? Ich guck gerade ganz lange Wolvidon an, anstatt mir. Wow! Hi! Kommst du auch mal rüber? Oh, jetzt sind die Höcker auf. Bats, bats. Dann gibt's jetzt erstmal auf die Höcker. Drei Schläge. Dann wollen wir doch noch wieder ab. Der rollt hier durch die Wüste. Ja, Duramboros, sein Motto ist halt Spin to Win. Und der ist halt Keep Rolling. Oder say See Me Rolling. Gibt so viele Sprüche für Wolvi. Na gut, ich glaube aber, das war's so langsam. Ja, der ist jetzt unten in der Schlafstätte, könnten wir eigentlich. Joa, kann man fahren. Mach einfach mal ein Jo. Hast deine Tastatur noch angeschlossen? Nee. Klar. Legt er die Falle? Ja. Ja. Okay, Brückungsbomben raus. Und Pokéball, los! Natürlich werfe ich voll daneben. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn du einen Typen triffst, dass die Kugel, diese Bälle da trotzdem durchfliegen. Okay. Habe ich letztens getestet bei Xano oder so. Schön gemacht. Ja, ich finde das immer noch so passend, wenn man mit einem Viecher fängt mit Pokéball los. Ich meine, die sind sogar rot. Alle Gunner fliegen hoch! Buh! Schade. Oh, verdammt, hat nicht geklappt. Alle. Nein! Wow. Vergiss es. Aiming, beide verfehlen erstmal. Boah! Hinterhältig. Ah. Flieg! Flieg! Ich treff den nicht. Jetzt aber. Und du gleich in der. Nein, ich wollte Power abposen. Ich werde davon nicht beschissen. Ich werde von allen Seiten hier attackiert. Irgendwie schon. Aber irgendwie die Idee von wegen, dass dann PK mal eingebaut werden sollte, ist eigentlich eine lustige Idee. Das wäre, glaube ich, echt mal witzig. So. Ich habe zwei Hörner bekommen. Ich habe nur einen, aber dafür habe ich irgendwie 6 oder 7 Platten bekommen. Bebenabwehr und Donnerangriff. Ach komm, beides mach. Hab eh genug Platz. Ach, meine, ich hab 3 Stück und alle 3 waren kacke. Da freut man sich immer. Wow. Das so. Hat echt lang gedauert. Ja. Gut, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir sehen uns beim nächsten Mal bis wieder. Deine. Bis dahin. Ah.